Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion mit unserer Alexiel und den nächsten Quests. Und ja, wenn ich hier schon Leichen sehe, sollte ich sie vielleicht auch mal mir angucken. Es gehört ja zum Quest. Die Leiche der Schildwache bleibt hier als sichtbares Opfer des Elementaransturms, der über die Stadt kam. Lockt den Geist aus dem toten Körper von Schildwache Elissa Sternenhauch. So, das gehört dazu zum Quest. Also locken wir die Geister an. Und gehen am besten einfach weiter. Wir haben ja noch ein paar Kreise. Und dann sollen wir da eigentlich... Guck mal, hier können wir auch da hinten einen Bergbau machen. Da komme ich jetzt aber gerade nicht so einfach hin. Wir sollen die da eigentlich reinwerfen. Das ist noch ein bisschen was ich noch nicht ganz irgendwie gerallt habe. Den haben wir hier. Einen rasenden Zyklon. Aber ich meine, habe ich die jetzt automatisch gesammelt? Oder nicht? Das verstehe ich jetzt halt nicht, wie ich die hier... Oder kann ich die hier einfach irgendwie reinwerfen? Nö. Nö. Eigentlich nicht so wirklich. Kommt vielleicht noch. Sie sammelt ja auch gar keine mehr. So, hier haben wir den nächsten. Das ist der Taldan. Hier hat Taldan sein letztes Getränk serviert. Überredet Taldans Körper, seinen Geist herauszugeben. Okay. Macht er. Damit lösen sich unsere blauen Kreise auch auf. Sind also auf dem besten Weg. Ja, du brauchst hier gar nicht rumtoben, du Geist. Irgendwo da oben muss aber auch noch was sein. Sie ist auch noch nicht ganz zufrieden. Ist hier noch was drinne gewesen? Nee. Oder? Nee. Da ist nichts. Da ist der Mondbrunnen. Ich check's halt nicht mit den Armschienen. Aber ich laufe erstmal noch dahin. Da kommt das ja noch. Irgendwo hier muss ja noch so eine Leiche rumliegen. Vielleicht, wenn wir hier hochgehen. Ist hier noch einer? Hier ist noch einer. Zelais und ihre Hippogryphen sind viel zu mächtig für diese Elementare. Sie müssen von etwas anderem getötet worden sein. Lockt den Geist von Zelais Mondfeder aus ihrem toten Körper. Super, haben wir gemacht. Taldans Geist. So. Der beschwert ja auch kein Problem. Wir sind jetzt da, Mann. Wir überfoltern die Flüchtlingslager und dann bringen wir den Schmerz nach Lordaenal. Doch zunächst stirbst du. Aha. Ist das so? Na denn? Wir sollen die Armschiene Mondbrunnen reinschmeißen und... Dann hat sich's eigentlich, nur dass ich keine reinschmeißen kann und hier liegen halt auch schon welche, was mich verwirrt. Benutzt den Mondbrunnen in den Ruinen von Oberdin, um 8 Armschienen der rasenden Zyklons zu zerstören. Armschienen der rasenden Zyklons zu zerstören, haben wir noch keine einzige, obwohl wir die alle gesammelt haben. Das ist das Komische. Blabla, um mit den Rasenzyklonen auf lange Sicht fertig zu werden, müsst ihr euch nach Westen begeben, sie töten, ihre Armschiene an euch nehmen und sie in den Mondbrunnen werfen. Ja, soweit war ich auch schon. Kann aber leider irgendwie nichts machen, ne? Dann muss ich mich gleich nochmal auseinandersetzen. Dann holen wir uns erstmal den Geist noch oder was auch immer hier. Da vorne war ja noch was, was erledigt werden musste. Hui! Geht ruckzuck. Da müsste noch einer liegen. Ich sehe es schon. Dann haben wir den Quest auch erledigt. So, das ist Tundris Windwerker. Der Körper von Tundris Windwerker liegt ausgestreckt dort draußen. Augenscheinlich ein Opfer der Machenschaften des Schattenhammers. Lockt Tundris Windwerkers Geist. So, wir haben sie alle. Keine Ahnung. Armschienen haben wir, glaube ich, auch schon genug. Jedenfalls sammelt sie keine mehr ein. Eigentlich haben wir 8 gesammelt. Ganz komisch. So, den haben wir auch getötet. Der sollte auch sterben. Wäre noch irgendwas für uns außer Kupfer? Nö. Ja, dann jetzt aber ab zurück. Da kommt das Fragezeichen. Wie geht das jetzt mit den Armschienen, Leute? Tü-tü-tü-tü-tü. Und wieder zurück. Geht natürlich alles schneller, als wie ich es mache, aber egal. Da oben ist der Brunnen. Ich will das eigentlich können. Bei einem Brunnen. Mit den Armschienen.
Kommt aber auch irgendwie nichts. Habe ich hier irgendwas Neues oder so? Nö. Dann geben wir den Questmapper ja erstmal ab. Ich bin so viel Tod und Schmerz und zweifellos wird es noch mehr davon geben. Alles, was ich will, ist doch nur die Umarmung der Göttin spüren, so wie die anderen. Zuerst müssen wir aber versuchen, mehr Leid und Zerstörung zu verhindern. Aetherion ist zwar schon fast in unserer Welt, aber trotzdem können wir ihn noch ausschalten. Am Ende des Docks schwebt eine Ritualkugel. Ich möchte, dass ihr mit ihr das Ritual vollendet und den Elementarlord aus seinem Vortex holt. Vertraut mir, Alexiel. Ich und die anderen von euch befreiten Geister werden Aetherion extrem schwächen. Allerdings müsst ihr den letzten Stoß versetzen, um das Volk der Kaldorei aus Dunkelküste von der Zerstörung zu retten. Bringt die Essenz Aetherions zu Corvine, Mondaufgang im Flüchtlingslager, damit er Bescheid weiß. Okay. Elun, erleuchte euren Weg. Machen wir, das ist der, wo ich Ende letzten Partes meinte, dass wir da bestimmt noch was tun müssen. Und irgendwo ist hier ein Quest und es verwirrt mich. Vielleicht kommt das noch. Er ist schon wieder gestorben, zum 100. Mal. Gut, machen wir das auch. Gehen wir da mal hin, jetzt können wir ihn auch töten. Das ging vorher nicht, mussten wir erstmal den Quest beenden. Und wir gehen hier schon wieder stark auf die 22 zu, Leute. Ganze 22, hey. Können wir da hoch? Nö, da geht's nicht hoch. Können wir hier bei der Kugel? Weil das hier rüber und dann... Da, hier, so. Wie komme ich denn da rauf? Von der anderen Seite? Kann man da hinten hoch? Oder so? Da ist noch bergbaumäßig. Was nehmen wir auch noch mit? Wir wollen Kohle. Bergbau. Yeah. Hier, komm. Hämmer mal drauf los. Kloppt da mal drauf rum. Guck, da kriegen wir sogar 362 Erfahrungen. Schau mal einer an. Nur ist das gar nicht das, was ich will. Ich will da oben irgendwie ihn hier. Die Kugel ist doch dafür gar nicht so schlecht. Die tolle Essenz. Hallo. Ist auch Quatsch hier eigentlich da oben hin. Können wir da irgendwas machen? Aber es... Doch, können wir tatsächlich. Ah, okay. So, jetzt aber. Und nochmal, komm. Nö. Und? Ihr wagt es. Heute kommt das Ende von Lordanel. So, der ist jetzt sauer. Nein, Aetherion, wir werden nicht zulassen, dass ihr... Was ist das? Weil, ja, es gibt nichts, was ihr oder die anderen Geister tun können, um mich aufzuhalten. Ja, ja. So, wir werden sehen. Schwächen wir ihn, meine Freunde. So, jetzt legen die da los. Mit elfischer Kraft. So, er ist geschwächt. Und nu? Selbst in dieser geschwächten Form werde ich euch vernichten. So, jetzt dürfen wir den Schlag machen, den letzten. Und da liegt er auch schon. Und wir haben die Essenz. So macht man das hier also. Alles klar. Habe ich auch noch nicht gemacht gehabt. Da kommen die Elfenfreunde. Hallo, meine Freunde. Haben wir irgendwas, was besser ist als vorher? Nö. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Wie ihr meint. Sind aber auch viele hier im Umkreis gerade. Tü. Nur das mit den Armen schienen ist mir noch nicht klar. Liebe Armen schienen, ich mache jetzt mal einen Quest und guck mal, wie das hier geht. Bis gleich. So, ich schlaue Meilchen. Jetzt bin ich nochmal die Stufen hier hochgegangen zum nächsten Quest und auch das mit dem Mondbrunnen weiß ich jetzt, wie es geht. Machen wir gleich. Erstmal nehmen wir noch hier Archäologin Holly, Forscherliga, an. Es gab ein riesiges Erdbeben und alles wurde dunkel. Meine nächste Erinnerung ist, wie ich hier gefangen aufwachte. Der ganze Ort ist voll von Elementaren. Ich hoffe, es geht allen gut. Dieser Schattenhammer-Abschaum hat besser keinem meiner Freunde Leid zugefügt. Schnell, Jäger, benutzt etwas Scharfes, um das Schloss hier zu öffnen. Zusammen sollten wir es bis zum Flüchtlingslager schaffen. Begleitet ja Long Holly in Sicherheit. Okay. Mögen eure Reisen sicher sein. Das kriegen wir hin, würde ich sagen. Grüße. Kommt ihr jetzt mit?
Ja, hier. Großartig, lass uns von hier schwinden. Ich habe keine Waffe. Also wäre ich euch wirklich dankbar, wenn ihr mich, ihr wisst schon, beschützen könntet. Ja. Auf geht's. Okay, wir warten auf dich, Holly. Da watschelt sie entlang. Das sollte ja jetzt nicht so schwer sein, das auch nochmal eben zu machen, wenn es uns hilft. Weil das hat mich voll aufgeregt, dass sie die ganze Zeit gefestet ist und ich die nicht gefunden habe. Aber hier ging es noch einen Stockwerk höher. Ich und meine Orientierung halt. So, wo ist sie? Da geht sie lang. Dürfen wir jetzt nicht außer Acht lassen. Sonst läuft das so wie das letzte Mal mit dem Käfig. Dann geht sie wieder zurück in den Käfig. Auch wenn sie jetzt hier keinen hat. Aber sie würde es tun, wie wir jetzt wissen. Ja. Taldan! So, genau. Da, ist sie jetzt traurig und wartet erstmal, oder? Und jetzt? Das ist nicht wahr. Oh nein, meine Freunde. Ja doch. Das scheint doch leider wahr zu sein. Wo läuft sie jetzt lang? Okay. So, da kommen die nächsten Gegner. Aber wir beschützen sie, die gute... Was kann ich für euch tun? Die gute Holly. Die ist aber ganz schön schnell hier, ne? Wie geht's? Das wäre Eisenschmiede nie widerfahren. Mhm. Kannst ruhig weiterlaufen. Wie konnte ich nur von Wirbart überzeugen lassen, nach Dunkelküste zu kommen? Weiß ich auch nicht. Jetzt bringen wir dich ja weg. Wird schon. Es ist verwüstet, aber ich kann keine Leichen entdecken. Entschuldigt, aber ich musste einfach nachsehen. In Ordnung, lass uns von hier verschwinden. Ja, kein Ding. Komm. Wo wir lang eiern. Wo sind sie denn? Ach so, da oben jetzt. Und nu? Keine Ahnung. Den töten wir mal eben noch. Besser ist. Und den auch gleich. Komm. Hallo. Hallo. So, komm. Ohne euch wäre ich tot. Ja, vielleicht. Wenn du ein bisschen schneller laufen würdest, dann wirst du es auch ohne mich schaffen. Okay, wir schwimmen ihr einfach mal hinterher. Schön, euch zu sehen. Sie weiß Bescheid, wo es lang geht. Dort ist das Flüchtlingslager. Reicht das jetzt? Machen wir ein Wettrennen? Eigentlich wollte ich noch zu den, zum tollen Mondbrunnen. Haben wir gemacht, ne? Komm, ich laufe schon mal vor Uschi, weil ich muss noch mal zurück. Hätte ich das gewusst, hätte ich das erst mit den Armschienen gemacht. Aber weiß man ja vorher nicht. Ich habe jetzt eher gedacht, da kommt sowas wie Elementare töten oder so. Ach ja, hier ist wieder die Stelle, wo man nicht hochkommt. Ja, ja, komm. So, die guten Armschienen. Ganz einfach und ich bin mal wieder zu hohl. Wir gehen zum Brunnen und haben die Armschienen gesammelt. Ich habe sie nur nicht gesehen. Und es sind nicht die, die hier drinnen sind, sondern die, die wir im Inventar haben, und zwar die. So, und die können wir jetzt hier mit Rechtsklick schön reinschmeißen und zerstören. 3 von 8. Wir haben genug gesammelt. 12 Stück hatten wir. So, und jetzt haben wir alle zerstört. Dann können wir auch gleich alle zerstören. Was soll ich damit? Wunderbar. Mehr als wir eigentlich bräuchten. So, und jetzt geht's zurück. Holly hat das Wettrennen gewonnen. Hätte sie so wahrscheinlich eher nicht. Aber ne? Wollen wir sie mal lassen. Ja.
ganz viele Quest-Menschen, die wir hier beim Flüchtlingslager haben. Ja, ich würde sagen, die geben wir jetzt einfach auch mal alle ab. Schildwache. Ich kann euch gar nicht genug danken, Alexiel. Nun haben wir eine realistische Chance, die Ruinen zurückzuerobern, sobald wir uns erholt haben. Viel Glück. Wunderbar, das gibt ordentlich Erfahrungspunkte. So, Corvine Mondaufgang. Auf meinem Flug von Danassus, um Malfurien Sturmkrone aufzusuchen, traf ich auf diese verletzten Flüchtlinge aus den Ruinen von Oberdin. Sie kämpfen für die gute Sache und so weiter. Also, ohne dass die drei hier weiter Elementare anlocken, wird es in den Ruinen von Oberdin weitaus weniger von ihnen geben. Ich danke euch, Alexiel. Ihr seid zurückgekehrt. Welche Neuigkeiten bringt ihr mir? So, jetzt haben wir hier die Essenz für ihn. Yalda, die Geister der anderen aus den Ruinen von Oberdin. Der Druide denkt über eure Erlebnisse in den Ruinen nach. Ich kann mich nicht an alle erinnern. Wir werden sie sehr vermissen, aber sie haben nur zum Wohle all die Umarmung gegen... Wohle? Aller die Umarmung der Göttin gefunden. Ande, Thoras, Erthil, möge eure Schwierigkeiten geringer werden, Alexiel. Geht wohl. Ja, ich bin noch neu mit eurer Sprache. Ich bin da noch nicht so befasst. Elisa Stahlhand. Was geht euch durch? Ach, ihr seid das tolle Mädel, die meine Holly gerettet hat. Ja, das bin ich. Nun, ich habe für euch eine passende Belohnung. Wir können euch nicht genug dafür danken, sie in Sicherheit gebracht zu haben, Alexiel. Dafür bekommen wir einen tollen Stab. Bleibt sauber. Okay. Stufe 22. Juhu. Aspekt des Geparden, endlich. Das finde ich gut, dass wir das jetzt können. Dann können wir nämlich schneller rennen. Und das habe ich schon die ganze Zeit irgendwie vermisst. Bei der Bäckerin verkaufen wir mal unseren ganzen Kram hier, den wir nicht brauchen. Das muss ja nicht sein, dass wir das alles behalten. So, Dille, das lasse ich mal so. Ich mach mal hier, das lasse ich auch mal drinne für den Fall, dass es irgendwie gut Kohle bringt oder so. Das weiß ich gerade noch nicht. Und dann können wir uns weiter auf die Socken machen. Wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Ach, etwas weiter südlich, da waren wir noch gar nicht. Machen wir. Mit dem coolen Wirbelsturm hier. Das sieht ja auch sehr, ja, gefährlich aus, würde ich fast meinen. Können wir mal so ein bisschen Screenshot-mäßig festhalten. Die brauche ich ja immer für euch, für die guten Thumbnails. Und da vorne ist auch schon das Fragezeichen, das nächste. Wo ist eigentlich Hamlet? Der ist tot? Eurer Begleiter ist nicht tot, ich wollte gerade sagen. Wo ist der denn? Wie kommt der? Wie verschwinden die immer von alleine? Entdeckt das Auge des Vortex. Oha. Da geht's jetzt hoch. Sucht nach Malfurien Sturmgrimm beim Auge des Vortex südöstlich des Flüchtlingslagers in Dunkelküste. Hier oben müsste er sein und da ist er auch. Malfurien, was tust du denn hier oben? Oha, oha. So, da ist er. Wie kann ich euch behilflich sein? Sich der Natur in den Weg zu stellen, ist Ketzerei, selbst wenn die Kraft der Natur zerstörerisch wirkt. Allerdings haben die Kräfte die Dunkelküste vernichtet. Allerdings haben die Kräfte die Dunkelküste vernichten werden. Keinen natürlichen Ursprung. Ich werde nicht zulassen, dass dieses Land in Stücke gerissen wird. Das Land in Blut kommt jetzt. Wenn wir die Naturgewalten stabilisieren möchten, so können wir jedes bisschen Hilfe gebrauchen. Die Furborgs des Schwarzfeldstammes haben diese Gegend schon lange zu ihrer Heimat erklärt und sind mit dem Land eng verbunden. Ihr Schamane und ältester Braunpfote hat große Macht über die Elemente. Seine Hilfe wäre von unschätzbarem Wert. Versucht, ihre Unterstützung zu erhalten. Der letzte Wildekin. Es gab einst viele Wildekin in Dunkelküste. Sie waren so eng mit dem Land verbunden, das vom Kataklysmus zerstört wurde, dass ihre Zahlen stark zurückgingen. Arum ist der letzte Wildekin seines Stammes. Er ist ein mächtiger Ältester mit einer starken Verbindung zu Elyn. Seine Hilfe wird zur Herrschung des Landes unumgänglich sein. Ihr könnt ihn nördlich von hier beim mondbestrahlten Bau finden. Und noch der Beschützer von Ameth Aran. Nichts heilt das Land schneller als die Stärke seiner Bewohner. Wir Nachtelfen haben das Glück, dass ein paar unserer besten Verbündeten sowohl das Land als auch dessen Bewohner zugleich sind. Ein Urtum des Krieges, wurde mit der Bewachung der Ruinen von Ameth Aran südlich von hier beauftragt. Geht dorthin und ersucht seine Hilfe. Möge die Natur euren und ein Quest können wir auch beenden. Es gilt, keine Zeit zu verschwenden, Jägerin. Es nimmt jedes bisschen meiner Energie in Anspruch, die Landmasse Dunkelküstes zusammenzuhalten und zu verhindern, dass sie einfach in den Ozean gerissen wird. Ihr müsst mir gut zuhören. Mögen die Winde euch Danassus hat sich um 10 verbessert. Der Ruf. Ziemlich cool hier der Sturmgren mit dem Wirbelsturm hier.
Weiß gar nicht, wie es am besten, am coolsten aussieht hier jetzt, wenn ich mich irgendwie drehe, damit man das schön sieht. Aber ich denke, das ist schon sichtbar gewesen. Ich mache trotzdem mal einen Screenshot. So, wo geht's jetzt hin? Alles in, ja, wir können jetzt erstmal nochmal da in Richtung Norden nochmal stiefeln. Mach den Quest mal an. Der letzte wilde Kind kommt dann zuerst. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal nach Süden, wo dann die nächsten zwei sind. Da vorne ist schon ein wilde Kind-Geist. Aber das ist nicht der, den wir suchen. Den machen wir noch. Hier den Quest. Von Malfurion selbst beauftragt. Entdeckt mondbestrahlter Bau. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er da? Oder ist er hier? Da ist er in der Höhle. Da ist die Höhle. Ach, guck mal, hier. Da ist der Arom. Die Kreatur scheint versunken in tiefe Trauer. Ihre Augen starren durch euch hindurch, als ihr euch nähert. Die Kreatur ruft traurig und wendet sich euch zu. Arom ist letzter vom Stamm. Andere nicht ruhen, brauchen Sicherheit, brauchen Scheiterhaufen. Bringt Arom Federn und der anderen, sie müssen ruhen. Arom hilft euch dann. Okay, das machen wir natürlich. Ja, brauchen wir ja nur ein paar Federn von denen. Oder was? Müssten die eigentlich fallen lassen oder auch nicht? Aber der hier jetzt oder... Nö, das ist jetzt keiner. Nein? Die liegen hier rum. Ach so, ich dachte, die anderen droppen das. Nein, die liegen hier rum, die Federn. Dafür müssen wir gar nicht töten. Na gut, sammeln wir die eben einfach so ein. Noch schöner. Der will ja auch wahrscheinlich gar nicht, dass wir die töten, ne? Wäre auch irgendwie komisch. Wir töten die und sagen dann einfach, die waren schon tot. Wir haben die Federn nur von den Toten eingesammelt. So, 5 von 8. Wenn die hier eh so rumliegen, dann brauchen wir die tatsächlich nicht angreifen. Uns greifen die ja irgendwie eh nicht mehr so wirklich an. Wir sind schon viel zu gut, viel zu stark. Ah doch, der greift uns an. Okay, ich habe mich geirrt. Ja gut, wenn die uns angreifen, dann muss ich die ja auch töten, ne? Da kann ich dann auch nichts für. Das muss der gute Aaron dann auch verstehen. So nicht. Aaron. Arom. Wo liegt denn noch einer außer da hinten? Muss ich da jetzt echt hinlaufen? Ach, bestimmt liegt hier noch einer auf dem Weg. Das kann ja gar nicht sein. Eine gute Feder. Federchen. Hier ist noch bergbaumäßig was zu tun. Ist auch praktisch. Und da kommt man da überhaupt immer gut hin an die? Also ich habe ein bisschen Angst, dass ich später dann sonst wo in den Klippen runterstürze. Wenn ich mich dann da auf dieses Bergbaugedöns einlasse. Ach, guck mal, hier direkt vor der Höhle die letzte Feder. Wunderbar. So, Arom. Aroma. Ihr bringt Federn? Oh ja, ich danke euch, Nachtelfe. Bald kann mein Stamm ruhen. Wir brauchen fürs Ritual besondere Flamme, Feuer Elyns. Geist Horo ist östlich von hier. Horo trägt Elyns Flamme, bringt Flamme, um Geister zur Ruhe zu bringen. Ihr habt Aroms Dank. Ja, okay, wir bringen dir auch noch die blöde Flamme. Das machen wir aber im nächsten Part von World of Warcraft. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Wir sind ja hier gut dabei, immer noch. Wann kommt endlich der Nassus? Und wann können wir endlich reiten? Aber guck mal, was wir hier schon alles abgegrast haben. Von der Gegend. Richtig gut. So machen wir weiter. Ich freue mich, wenn ihr weiter dabei seid. Bis dann.